Abstiegskampf in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Der Tabellenletzte 1. FC Hettenhain empfängt die SG Gladbachhausen. Beide Vereine haben aktuell 7 Punkte und somit wäre ein Sieg in diesem Spiel die vermutlich letzte Chance auf den Klassenerhalt. Ob einer der beiden heute einen ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen kann, seht ihr jetzt bei FUPA. Eine erste Chance gab es für den 1. FC Hettenhain durch einen Freistoß in der 20. Minute, der allerdings das gegnerische Tor verfehlte. In der 30. Minute kam es zu einem Freistoß für die SG Gladbachhausen nach einem Foul an SGs Sabatino Pesche. In der 39. Minute stürmte die SG dann Richtung Tor der Hettenhainer. Torwart Stefan Rosentreter versuchte den Ball abzufangen und entfernte sich vom Tor, was SGs Nummer 9 Sabatino Pesche nutzte und das 1:0 für Gladbachhausen schoss. Gladbachhausen gewinnt das Spiel 1:0 und setzt sich nun in der Tabelle mit 10 Punkten vom 1. FC Hettenhain ab. Von der ersten bis zur letzten Minute fußballerisch einfach gar nichts, einfach viel zu wenig. Hat eigentlich keinen Sieger verdient, aber von unserer Seite nach vorne einfach viel zu wenig. Und das ist aber auch, weil wir einfach zu wenig investieren für diese ganze Kreisoberliga. Es ist zu wenig. Und das ist dann auch das Ergebnis, was wir hinten rausbekommen. Ich denke mal, der Schiedsrichter hat das Übrige getan, um die Unruhe da reinzubringen ins Spiel. Es waren viele Nicklichkeiten, aber es war auch vorauszusehen, dass es so kommt. Platzverhältnisse nicht einfach. Ja, und beide Mannschaften mit 7 Punkten, für die ging es um alles. Ja, und ich bin froh, dass wir die 3 Punkte eingefahren haben. Das war unser Nahziel. Jetzt sind wir wieder in der Situation, wir haben ewig lang nicht gewonnen. Der letzte Sieg ist, glaube ich, letztes Jahr im August oder September gewesen. Die Jungs haben überhaupt kein Selbstvertrauen mehr gehabt. Und durch den Fight, wo wir hier geliefert haben, haben super dagegen gehalten. Bin stolz auf die Jungs und so kann es weitergehen. Und ich denke mal, am Donnerstag gegen Heftrich, nächste Aufgabe. Mit dem Dreier im Rücken ist das ein bisschen einfacher.